weil sie sich so erfolgreich um die Kanzlerkandidatur gedrückt haben, einen kleinen Feigling. Und das Tolle ist, der hat sogar mehr Prozent als die SPD. 20. Prozent, jetzt reicht's. Die Heute-Show hat mit der FDP schon mal einen wichtigen Medienpartner verloren. Das stehe ich emotional nicht nochmal durch. Deshalb lasse ich mich jetzt in die SPD aufnehmen. Aber nicht von irgendjemandem. Das muss schon ein Prominenter sein, der gerade nicht so viel zu tun hat. Frau Kraft, welch eine Freude, ein Traum wird man. Ja, für mich auch. Ehrlich? Ja. Ich will ja heute Mitglied werden. Mhm. Haben Sie ein Problem damit, dass ich das nur aus Mitleid mache? Also es hat nichts mit dem Programm zu tun, habe ich gar nicht gelesen. Ich mache das nur aus Mitleid. Also ich glaube, die wenigsten haben Programm gelesen, sondern sie wissen, wofür wir stehen. Wenn ich jetzt in eine Arbeiterpartei eintrete, was muss ich dann machen? Arbeiten. Ah, das ist schlecht. Nee, das gehört dazu. Also ehrlich? Ja. Das macht es jetzt doch deutlich unattraktiver. Ich habe mir ja damals von der SPD die Riester-Rente aufschwatzen lassen. Wenn ich jetzt bald Genosse bin, kriege ich die verlorene Kohle wieder zurück? Wieso? Die Riester-Rente wird doch ausbezahlt. Also das ist doch richtig. Ja, ich sag mal, die private Vorsorge in den Mittelpunkt zu stellen, war damals richtig. Jetzt haben wir eine schwierige Situation durch die niedrigen Zinsen. Und jetzt muss man wieder Veränderungen vornehmen. Aber es muss auch klar sein, wenn die SPD die 20% knackt, dann trete ich wieder aus, ne? Wenn Sie einmal drin sind, wird Ihnen das so gut gefallen, dann bleiben Sie auch drin. Was bekomme ich denn von Ihnen, wenn ich jetzt noch 10 neue Mitglieder werbe? Was für eine Prämie? Da haben wir immer ganz gewisse Aktionen. Also es gibt schon gute Prämien, das lohnt sich. Ja. Ich meine, hier sind ja schon ein paar dabei, jetzt vom Team. Ja. Also ich habe auch noch ein paar Formulare da. Also bei der AfD gibt es einen Thermomix? Ich weiß nicht, ob Sie das toppen können. Das müssen wir mal gucken. Ich weiß gar nicht, welche Aktion im Moment läuft. Dann geht's jetzt der los. Rote Stift. Ja, ich setze mich mal hin. Soll ich machen? Ja, klar. Nur Mut. Setzen Sie sich besser hin. Ich werde das jetzt besiegen. Tut nicht weh. Ich fühle mich irgendwie schmutzig. Dann würde ich jetzt gern zum Abschied, Frau Kraft, noch gerne einen trinken mit Ihnen, weil Sie sich so erfolgreich um die Kanzlerkandidatur gedrückt haben. Einen kleinen Feigling. Und das Tolle ist, der hat sogar mehr Prozent als die SPD. 20. Ich habe offiziell jetzt das SPD-Parteibuch. Ist wahrscheinlich eine Rarität. Davon produzieren Sie vielleicht 5 im Jahr, denke ich mal. Nee, es sind schon mehr. Viel mehr. Toll. 10, 20. Ich bin stolz irgendwie auch. Ich weiß nicht, so als SPD-Mitglied fühle ich mich so allein. Jetzt will ich auch andere mit reinziehen. Entschuldigung, möchten Sie in die SPD eintreten? Um Gottes Willen, dann schmeißen Sie mich aus der FDP raus. Haben Sie Lust, in die SPD einzutreten? Hör mal, ich bin vor 40 Jahren erstmal ausgetreten. Möchten Sie in die SPD eintreten? Nein. Nein? Oh Mann, ey. SPD ist zu schwierig. Ich brauche jetzt mal ein Erfolgserlebnis. Entschuldigung, möchten Sie mit mir über Gott sprechen? Ja. Ja? Gott haben es. Ja, läuft. Und damit zurück ins Studio. Also,